Willkommen, Leute. Hi, everybody. Ja, wir heißen euch willkommen wieder zu Zelda. Du kannst eigentlich schon starten. Wir waren stehen geblieben. Für alle, die es vergessen haben, Anwesende ausdrücklich eingeschlossen. Das spiele ich, oder? Ja, genau. Den zweiten hast du ja ohne Aufnahme mal gemacht. Wir waren stehen geblieben. Wir sind erwachsen geworden. Also Angelina spielt ja, ich kommentiere nur. Und du kannst jetzt mal gucken, wo du als nächstes hin musst. Du weißt ja, irgendwann labert dich Navi an und sagt dir, wo du hin kannst. Aber man sieht schon, wir haben die blaue Rüstung. Welche blaue Rüstung? Du hast sie gerade an. Ah, Klamotten. Ja, die Rüstung. Das ist deine Rüstung. Und das heißt, wir waren in der Eishöhle, haben dort auch die Eisenstiefel bekommen. Ich habe schon alles vergessen. Deswegen erzähle ich es dir ja gerade nochmal. Ja. Ist schon ein paar Tage her, dass das wohl war. Und jetzt gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, erinnerst du dich? Du hast gesagt, dass hier kann man irgendwas machen, ne? Ey, du kannst auch mal da gucken, ja, wo das Schloss war. Wo Prinzessin Zelda war, wie das da aussieht. Alles zerstört. Oha. Mhm. Glaubt, da lebt der König nicht mehr. Der Alte. Da lebt der Neue. Vermutlich. Ganons Schloss. Kannst dich ja mal kurz umgucken. Allzu weit wirst du nicht kommen. Wer ist das? Weiß nicht, das könnte eine Wache sein. Naja, aber das ist so groß, guck mal. Weiß nicht, Corona. Jedenfalls beim letzten Mal, wir haben Epona, weißt du noch, das Pferd gewonnen. Wo ist mein Pferd? Ah, sie dürfte nicht rein. Und wir haben auf dem Friedhof gegen Boris gewonnen und einen Fanghaken erhalten. Noch jemand? Hä? Mit diese Dinger. Ich denke nicht, dass es irgendeine Rolle spielt. Das ist aber nur Zierde, Dekoration. Und Navi sagt dir, wo es lang geht. Ich frage mich, was in Kokiri gerade passiert. Auch um Zalia mache ich mir Sorgen. Sehr gut. Dann weißt du es ja jetzt. Also das sind Fanghaken, man sieht den. Ich höre. Ich auch. Ui. Ui. Vorsicht. Oh, das war gefährlich. Das ist gefährlich. Ich bin fast reingefallen. Mhm. Ich kann aber den nicht fangen. Ah, doch. Ich habe gerade davon erzählt, dass du den Fanghaken bekommen hast. Und deswegen ist gut, dass du auch erst jetzt hier hin bist, weil vorher hättest du die wirklich nicht bekommen. Erst mit dem Fanghaken kannst du die jetzt holen. Bitch. Von Boris. Jawohl. Und hier war die Sackgasse mit der großen Fee. Weißt du das noch? Da hast du damals Dienst Feuerentferner bekommen, wo du so eine Flammenwand um dich herum aufbaust. Aha. Und was ist jetzt? Jetzt ist da ein großer Stein davor. Und da die Navi wird grün. Vielleicht sagt sie dir was, wenn du davor bist. Oh. Lesen kannst du. Da stand gerade Lesen. Aktion. Jetzt steht, eben stand Lesen kurz. Aktion. Da, Lesen. Lesen. Aktion! Warum ist das Aktion? Was soll ich machen? Lesen. Fragezeichen. Ja, sehr gut. Also eines Tages wirst du hier Aktion machen können, jetzt noch nicht. Okay. Also kannst du hier erstmal weg. Jetzt hast du das schon mal mitbekommen, wie sie aussieht. Und das Skulptula mitnehmen können. Ich kann noch so ein bisschen nach oben gehen. Probier mal. Aber wegen Lava kann ich nicht, ne? Sieht schlecht aus. Ja, ja. Da würde ich nicht reinspringen. Könnte ein bisschen warm werden. Ich kann aber... Ah, da gibt's auch nichts. Okay. Ja. Na dann. Wenigstens keine Wachen mehr, die dich rausschmeißen. Schon mal gut. Willst du die blaue Rüstung behalten? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Eigentlich vor allem optisch, würde ich behaupten.
Mir hat die blaue auch immer am meisten gefallen. Ah, da kann ich nicht durch hier. Der nee, sitzt. Ist alles zu. Und wenn die schreien, die hier sind besonders, da wirst du nicht eingefroren. Ja. Normalerweise wirst du eingefroren. Aber sonst sind sie genauso gefährlich. Ah. Anscheinend ist die blaue Rüstung irgendwie schwächer gegen Eisattacken, glaube ich. Aber das habe ich nie so wirklich nachvollziehen können. Also ich nehme einfach immer die blaue, weil sie mir am besten gefällt. Und man kann unter Wasser atmen. Mit dem hast du schon mal geredet. Ja, ich habe schon alles vergessen. Ich kann dir erzählen, du, der will Geister. Dass du Geister fängst. Oh, welche Geister? Die. Ah, ich kann sie noch nicht fangen. Richtig. Du hast zwar jetzt ein Pferd, du kannst sie nämlich nur zu Pferd fangen. Aber dir fehlt trotzdem noch etwas, damit du die überhaupt abschießen kannst. Und deswegen kannst du die jetzt noch nicht fangen. Bei Lolong Farm war ich? Ja, da hast du ihr Pferd. Wo ist mein Pferd? Du kannst es rufen. Jederzeit. Ah. Wie war es, diese Eponas-Lied, oder? Mhm. Warte, mhm. Nee. Wie hast du jetzt dann gesungen? Sag nichts. Ich hab nur mit den Augen das Hilfe, war... Hilfe zu leisten. Nee. Nee. Oder du guckst nach im Menü. Das ist ein gutes Lied, aber nicht das Richtige. Echt? Nee, das zählt das Wiegenlied. Oh. Guck mal, da ist ein Geist irgendwo aufgetaucht. Wo? Jetzt schon wieder weg. Man hat ihn gehört. Hinter dir war der. Ich habe nichts gehört. Aber es war nicht so ein wichtiger Geist. Nee, das ist na 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 da 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 da. Ups. Ups. Sehr gut. Nein! Das schöne blaue Feuer, das brauchst du eh nicht mehr. Ah, ich dachte, das ist Fee. Nee, das ist. Nee, das ist keine Fee. Puh. Hast du eh nicht schon wechseln. Eine Fee hast du ja noch. Dann nehmen wir Bomben. Und du hast da noch so einen Huhn. Weißt du noch, was mit dem Huhn war? Nee. Das ist ein seltenes Hühnchen und das soll mal, ich glaube, du musst es dem Besitzer zurückbringen und dann geht's weiter. Also ich kann dir auch helfen. Oder du guckst im Menü, nochmal so ein Hinweis, so ein ganz dezenter. Mit einem starken Augenschmunzeln. Oder wir warten noch ein bisschen, bis Angelina alles Mögliche ausprobiert hat. Oh, ich wollte ja selbst rausfinden. Ja, nach so langer Zeit. Mach das nächste Mal nachzugucken. Zeldas Eponas. Oben, links, rechts. Gar nicht so schwer. Oben. Das war nicht oben. Ah. Oh. Du musst die Tastenbelegung wieder rausfinden. Ich hab vergessen. Ja, wir sind schon 8 Minuten dabei und haben schon viel erreicht. Eine Skulptur da. Aber sonst. Und wir haben das kommt aus dem Schloss raus. Ja. Was hast du gemacht? Guck da. Ist. Schnell aufsteigen, da bist du sicher. Das ist ein Irrlicht, den kannst du. Vielleicht versuchen wir mit dem Fanghaken ihn zu töten. Vielleicht geht das. Ah, den kannst du gar nicht einsetzen. So, ich. Geh nimm mal weg. Der stört doch nicht. Einfach ignorieren. Du kannst auch über den Zaun springen. Ich will doch noch. Wohin? Zu Kokiri. Dann bist du schon vorbei. Wie vorbei? Guck mal auf der Karte. Kakariko. Was willst du denn Kakariko? Nee, was? Kokiri. Da, wo ich geboren bin. Kokiri heißt das. Kokiri. Ja, das ist rechts in der Mitte. Ah, oh, ich dachte, das unten. Da ist der Hylia-See. Jetzt brauchst du ganz viel Anlauf, wenn du da über einen Zaun springen willst, sonst schaffst du das nicht. Ganz viel. Jawohl. Aha. Und da wirst du gleich Probleme haben, über die Wurzeln zu kommen von den Bäumen wahrscheinlich. Warum? Zumindest habe ich da gerne Probleme gehabt früher. Okay, warum? Du schaffst es ganz gut. Wegen den engen Kurven. Du kannst mit dem Pferd da nicht rein. Das muss immer hier draußen stehen. Wie kann ich raus? Herab.
Tschüssi. Tschüss. So. Was ist dann hier passiert? Sind wir gespannt. Gefährliche Pflanzen sind hier jetzt. Ganz plötzlich. Große. Oha. Und keine. Hey, ich will dir doch fragen. Navi, musst du mit L anvisieren, also Schultertaste links. Jetzt ich hab schon vergessen. Ein großer Dekurania. Schlage zu, bevor er nach dir schnappt. Jawohl. Die Kunisse. Guck, die ganzen Einwohner sind weg, dafür sind ganz bösartige Viecher da. Du. Also du musst ihn nicht unbedingt besiegen. Der nervt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt zurückkommt. Ja. Ich will auch nicht warten. So, was ist denn hier? Oh. Das ist Midos Haus der Bürger. Oh, da ist tatsächlich, die sind ja da noch. Ich dachte, die wären alle weg. Warum folgt ihnen eine Fee? Sie sind kein Kokiri. Die erkennen dich nicht, weil du jetzt größer bist. Mhm. Weil die altern ja nicht hier. Oh. Die bleiben immer Kinder. Sie haben mit Sicherheit keine Probleme, den Tempel zu betreten, mein Herr. Wurden sie von den Kreaturen belästigt? Als der Dekubaum uns noch beschützte, haben sich keine Dämonen hier herumgetrieben. Weil es draußen so gefährlich ist, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Nun langweile ich mich hier zu Tode. Oha. Weil der Dekubaum ist ja gestorben damals. Mhm. Jetzt kommen die ganzen bösen Kreaturen. Na, ist wieder da. So, bekomme ich noch ein bisschen Geld? Oh, eine große Spinne. Krass. Ja, der Laden ist auch noch da. Die Schwester? Nee, ich will nicht mit ihnen reden. Ich kann doch die Sally anrufen. Ja. Kannst du machen. Das war nicht ich. Ich glaube, da kommst du nicht ran. Da ist jemand. Ist das Salia? Nein. Salia hat grüne Haare. Ah. Die Salia ist auch nicht erwachsen, ne? Die sind alle noch jung geblieben. Die sind Kokiri. Naja, aber Königin, die Prinzessin ist erwachsen geworden. Ja, aber das ist ja auch keine Kokiri. Nur Kokiri alter nicht. Ja, aber ich wollte mit Salia zusammen sein. Also nicht ich, ich wollte, dass der... Dann musst du wieder das Schwert reinstecken. Wie heißt der? Link, oder? Link, ja. Oh, sieht alles sehr viel kleiner eng geworden aus jetzt, ne? Weil du größer geworden bist. Oh nein! Macht nichts, du musst ja nicht hoch. Okay, hier war... da ist mein Haus. Gucken wir mal. Sehr gut. Du. Na, dann bringe ich dich um. Ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Ja? Weißt du noch, wo du Saal jetzt im letzten Mal getroffen hast? Da oben? Da würde ich vielleicht mal anfangen zu gucken. Ich wollte hier durchgucken. Okay. Wer da in mein Haus rumgelaufen ist. Vielleicht wohnt da irgendjemand. Das guck lustig. Mal, die Pilzen sind aufgewachsen. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das... ob die damals noch da, schon da waren, meinst du? Nichts Neues. Zu Hause. Naja. Achtung, es lebt wieder das Vieh. Du machst mir keine Angst. Oder du telefonierst mal mit ihr, das kannst du auch machen. Ich weiß gar nicht, was dann kommt. Ah, kein Geld. Oh, wie schade. So, gucken wir, was hier ist. Hier ist auch nichts Neues, gell? Ich nehme an, du kannst ja gar nicht mehr drunter kriechen, weil du jetzt zu groß bist. Die Nerven. Nur der junge Link kann kriechen. Zu weit weg. Na dann. Sehr gut. Du stirbst noch. Nein, ich sterbe nie.
Das wollen wir doch mal sehen. Also wenn du wieder jammerst, ich nehme den Controller nicht nochmal. Ich bin mal gespannt. Es gibt nämlich noch ein paar heikle Situationen in diesem Spiel. Ein paar sehr schwierige. Die hat schon jeder vergessen. Das war schon lange her. Geh du mal weg. Es werden aber noch ein paar kommen. Also jetzt gebe ich dir einen kleinen Tipp, einfach ja, weil es wichtig ist irgendwie. Also du kannst mal links lang erstmal gehen. Da warst du nämlich noch gar nicht. Und mit dem oh, das ist der aus der Kakariko. Mhm, der Sohn von dem Zimmermann. Hallo, er reagiert nicht. Er scheint zu schlafen. Oder er ist jetzt tot. Jetzt könntest du mal das Hühnchen ausrüsten. Das ist nämlich der Bruder von der Hühnerfrau, glaube ich. Oh. Und von der hast du ja das blaue Huhn. Weil davon selbst drauf zu kommen, das kann eine Weile dauern. Deswegen habe ich dir jetzt mal ein bisschen geholfen. Henny, was? Ich dachte, nur ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Mhm. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Also du hast nur begrenzt Zeit und musst jetzt zur Hexe rennen. Aber wenn ich das nicht schaffe, kann ich nochmal ihn fragen? Ja, ja, immer wieder. Mhm. Dann darf ich auf Nein klicken und weiter. Kannst du machen, wie du willst. Deine Entscheidung. Und als Kind kannst du ja auch nochmal hinkommen. Das ist auch ganz nett. Ach, na sowas, du scheinst doch nicht so nett zu sein, wie ich dachte. Du enttäuschst mich. Aber das ist ganz wichtig, ganz nützlich später, wenn du das dann machst. Mhm. Du. Das ist, weißt du nicht mehr, am Anfang nee, die Brücke, wo du reingekommen bist. Oh. Das ist hier? Mhm. Ich habe keine Bäume gesehen. Kann sein, dass es da noch irgendwas gibt auf der anderen Seite. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da gibt es ein paar unwichtige Upgrades für Dekostäbe oder sowas. Und das ist einfach nur, wenn man 100% machen will. Aber vielleicht auch nur als Kind. Ich bin mir nicht sicher. Oder es war ganz woanders. Hier gibt es, glaube ich, nicht mehr. Na toll. Aber merk dir das, hier musst du noch. Als Kind. Ich meine, zu dem Typen meine ich. Oh. Nicht hier unbedingt. Als Kind und mit dem Hühnchen musst du auch nochmal hin. So, da können. Und was ist hier? Das ist dann als Kind interessant. Jetzt ist es, bringt dir das nichts. Aha. Und jetzt musst du mal den richtigen Weg finden. Sieht gut aus? Ich sag dir jetzt nichts. Hä? Das Musik ist doch gleich. Die Musik ist hier immer gleich, nur als Kind ist sie anders. Du musst jetzt einen anderen Weg finden, den richtigen Weg zu finden. Aber du merkst ja, wie es geht, oder? Ja, da sieht. Also, sieht man irgendwas. Du musst halt nah rangehen. Übrigens, hier rechts kannst du als Kind auch noch ein paar Sachen machen. Zwei Sachen. Hier kann man noch runter. Ja, aber als Kind würde ich da eher hingehen. Okay. Ich glaube, als Erwachsener bringt dir das jetzt nichts. Weil da sind so Sachen, die du alle übersprungen hast, da wollte ich dir auch nicht alles sagen. Jetzt sage ich dir mal ein paar Sachen. Und was ist hier? Was ist hier? Ich weiß nicht, probier es. Nein! Goronia, das ist hier der Weg. Ah. Jetzt kennen wir das auch. So, wo war ich denn? Muss ich den Stein kaputt machen? Kommt dann irgendwelches Kultola? Soll ich dir das sagen? Ah, ich mach es. Ich möchte dir doch nicht alles verraten. Ich sag schon viel zu viel. Yay! Oh. Oh.
Oh. Eine Truhe. Das können eigentlich nur Rubine sein. Jawohl, 5. Hat sich ja gelohnt. 201. Wie viel kann ich jetzt sammeln? Du hast doch die größte Rubinenbörse schon bekommen für 30 Skulltollers und jetzt kannst du 500 bekommen. Oh. Mach mal am besten kurz die Pause, dann machen wir hier einen Schnitt. Ja, warte. Ich mache hier zu Ende und wenn ich rausgehe, dann machen wir Pause. Okay, dann warte ich noch so lange. Ja, warte noch ein bisschen. Bist du fertig? Nein. Jetzt? Hier waren noch die... Jetzt? Nein. Ah, das hier. Käfers. Ja, das wollte ich sammeln. Die bringen dir, glaube ich, aber auch nur das Kind was mit den Wundererbsenlöchern. Fertig? Ja. Gut, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.